Heute gibt's Szegediner Gulasch. Noch nie gehört? Ist absolut kein Problem, denn heute zeige ich, wie man diesen leckeren, unglaublich leckeren Klassiker der ungarischen Küche zubereitet. Also, alles anschnallen und los geht die wilde Fahrt. So, an Zutaten haben wir Schweinegulasch, mundgerechte Stücke, Sauerkraut, Bacon in Streifen, ebenfalls in Streifen geschnitten, in feine, Paprika, ebenfalls in Streifen, Tomatenmark, Jalapeno, Knoblauch, Zwiebel in Halbringe, saure Sahne. Würzen werde ich das Ganze mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver, Kümmel und vielleicht brauchen wir etwas Wasser. Ich weiß, die eine oder andere Zutat ist nicht gerade jetzt traditionell. Die meisten nehmen Paprikapulver. Ich nehme beides, also auch originale Paprika oder richtige Paprika. Jalapeno gehört eigentlich auch nicht da rein. Ich klopfe es trotzdem rein, genau wie in einem Bacon. Da kenne ich nichts. Das war's an den Zutaten und weiter geht's. So, der Topf hat inzwischen richtig Fahrt aufgenommen. Erstmal einen Tropfen Öl. Und jetzt das Schweinegulasch scharf anbraten. Oh ja, der Punkt. So, das Gulasch ist von allen Seiten angebraten. Jetzt folgt der Bacon oder die Baconstreifen. Da könnt ihr natürlich auch Würfel nehmen. Ganz wie ihr wollt. Rein damit. Nachdem auch der Bacon jetzt Farbe angenommen hat, folgen jetzt die Zwiebeln. Leute, jetzt schon Düftchen zum Niederknien. Dann wird es ein bisschen Platz schaffen. Tomatenmark rein. Ebenfalls so ein bisschen anknuspern. Jetzt geht's auch schon Schlag auf Schlag. Jetzt folgt das Sauerkraut. Paprika. Knoblauch. Und die gerade erwähnte Jalapeno. Alles gut vermengen. Jetzt das Ganze großzügig würzen. Salz. Reicht erstmal. Pfeffer. Dann ungefähr von dem Paprikapulver, ja, ich würde sagen 2 Teelöffel. Etwas Kümmel. Nanu, da kommt doch gar nichts raus, kommt aber gar nicht. Na, machen wir so.
Wer Kümmel nicht mag, lässt ihn einfach weg. So einfach ist das. Alles gut vermengen. Jetzt noch die saure Sahne dazugeben. Willst du wohl? Bist du denn irre oder was? Warte mal. Und ihr ahnt es schon, abermals vermengen. Jetzt folgt quasi der aber vorletzte Schritt, und zwar ein bisschen Wasser dazugeben. Reicht erstmal. Verrühren. Was hört der Balu? Ja, der kommt später dazu. Bisschen andrücken. Na komm, ein bisschen Wasser gebe ich dazu noch. So, sollte reichen. Verrühren. Deckel drauf und das Ganze, denke ich mal, ja, ungefähr, ja, eine Stunde ungefähr köcheln lassen. So, Freunde, nach einer Stunde werde ich den Topf mal öffnen. Schon geschehen. Der Duft. Wie immer, erstmal ein Tellerbild und dann wird probiert. Fleisch, Sauerkraut, Kartoffel. Ich würde sagen, Klöße würden auch gehen, auf jeden Fall. Cheers. Den noch. Fleisch ist butterweich. Ehrlich, butterweich. Eine schöne, angenehme Schärfe durch die Jalapeno. Nicht zu scharf. Segadiner Gulasch, mal ein bisschen anders. Macht's unbedingt mal nach. Ich find's genau so, wie es ist, total klasse. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.